Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Video für dich und zwar wird es wahrscheinlich so ein Zusammenschnitt sein. Und zwar möchte ich euch gerne meine Geburtstagsgeschenke zeigen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen mal zu schauen, was hier so rumsteht, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Dieses Video soll überhaupt kein Angebevideo oder sonst irgendwas werden. Das ist nämlich immer so die kleine Gefahr, die damit schwebt. Also das Erste, was ich euch tatsächlich nur in diesem Einspieler hier zeigen kann, denn das kam an dem Tag vor Christi Himmelfahrt bei uns an, ist ein Kuchen gewesen von der lieben Emmy. Oh mein Gott! Also unsere Väter, sowohl mein Papa als auch mein Schwiegerpapa in Spee mit den jeweiligen Frauen, waren bei uns zu Besuch. Und ja, da haben wir auch den Kuchen dann natürlich gegessen. Wie geil war das bitte? Ich habe noch niemals ein Gesicht von mir irgendwo auf einer Torte gesehen. Ich habe das so hart gefeiert. Also Emmy, vielen, vielen Dank. Und der war auch noch ultra lecker, ne? Also richtig, richtig cool. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, als ich das Paket halt bei mir hatte, so, wie kriegen die das hin, dass das Ding heile bei einem ankommt? Das liegt daran, dass die halt einen sehr saftigen Brownie-Kuchen verwendet haben, bei dem, den ich bekommen habe. Und da drauf dann, ja halt diese Zuckergussschicht in Anführungsstrichen, wo dann ja auch dieses Foto drauf gedruckt wurde. Mega geil. Also das war echt eine fette, geile Überraschung. Und sowas habe ich noch nie zuvor in meinem Leben gesehen. Also ich war hin und weg. Wirklich. Ja, ich war echt baff. Dann habe ich jetzt hier eine kleine Geschichte von der lieben Nicole. Und ja, Nicole ist auch schon, ich glaube, seit ziemlich Anfang an dabei, ne? Und ja, die hat mir was gemacht, das habe ich hier stehen. Kam im Karton von Ikea auch an, da musste ich echt schmunzeln. Da stand Fado drauf, wir kennen ja alle diese Kugellampe, ne? Und da habe ich mir gedacht, okay, habe ich jetzt eine Kugellampe von Ikea? Finde ich gut, kann ich hier oben auf jeden Fall gebrauchen. Aber die hat diese Lampe designt. Die sieht ja mal oberaffentittengeil aus, oder? Das ist so cool. Claudis Beauty-Welt finde ich so schön. Wawawum. Die Mascara, weißt du Bescheid. Heute habe ich auch in Kombi zwei verschiedene genommen. Einmal die It Cosmetics Hello Plus, Hello Lashes Plus Gedönsen. Und die Revolution 5D Lash Power Mascara. Die beiden in Kombi ergeben das hier. Und das ist auch wirklich mal wieder Wawawum. Also, vielen lieben Dank, liebe Nicole. Das ist richtig cool. Also ich feiere die. Die wird hier auch einen wunderschönen Platz finden. Und ich werde sie, glaube ich, nicht hier irgendwo hinstellen, wo sie keiner sieht, sondern wahrscheinlich wirklich in dem Wohnbereich. Also da, wo ich dann wahrscheinlich auch vermehrt Reels und sowas drehen werde. Oder Shorts. Und mega cool. Also vielen, vielen Dank. So selbstgemachte Sachen. Ich stehe da tierisch drauf, weil ich sowas einfach nicht kann. Und sie hat halt auch jetzt nicht Unmengen viel Zeit. Das weiß ich halt bei ihr, ne? Und dass man dann sowas bekommt, finde ich einfach total schön. Und dann hat sie noch dazugelegt von NRBio die Dinkelherzen in Vollmilchschokolade. Und ich meine, dass ich sie letztes Jahr auch von ihr bekommen habe. Oder ich weiß es nicht. Ich habe sie auf jeden Fall gegessen und fand sie sehr, sehr lecker. Das ist halt für mich so zum Snacken am Schneidertisch zwischendurch eine ganz tolle Geschichte. Und nein, Sammy, das ist nicht für dich, das ist für Frauchen. Da ist Schokolade drin, du darfst keine Schokolade. Und eine liebe Karte hat sie mir auch noch mitgeschrieben, aber das ist für mich. Wie schön ist das denn? Auch die liebe Corinne ist eine wirklich langjährige Zuschauerin von mir, mit der ich auch super gerne in den Livestreams auf Twitch von Danny schreibe. Und ich muss gleich echt heulen, ne? Das ist echt krass, weil ich das so rührend finde, dass Menschen so an mich denken. Alter, hör auf, so eine Heulsuse zu sein, Claudi. Happy Birthday. Und das ist so eine süße Igelkarte. Und da hat sie mir auch reingeschrieben, dass sie bei dieser Igelkarte halt direkt an Irmgard denken musste. Das ist ja der Igel, den wir vor einem Jahr hatten, also quasi anderthalb Jahren im Prinzip. Und dann ist die vor einem Jahr ungefähr dann in die Freiheit entlassen worden. Und ich glaube, sie ist hier auch manchmal noch. Denn wenn ich mir das hier so auf dem Rasen manchmal angucke, wenn ich Sammys Haufen suche, das ist Ostern für mich ganzjährig, ne? Ich glaube, da sehe ich zwischendurch auch noch ein bisschen Igel, ne? Stritz. Ich weiß ja mittlerweile, wie es aussieht und kann das dann von Hundekot unterscheiden. Und auch geruchstechnisch ist das echt immer eine Herausforderung. Deswegen glaube ich, dass Irmgard hier noch in unserem Garten lebt, aber ich sehe sie nicht mehr. Das sind ja auch eigentlich eher so nachtaktive Tiere. Also das zeigt mir einfach so, dass Menschen mich kennen und das ist so... Wir kriegen das hin, Sammy. Wir kriegen das hin.
Wir haben hier Peanut M&Ms drin. Auch das ist voll meins, ne? Dankeschön. Ich mag gerne. Also das sind meine Liebsten, ne? M&Ms mit Erdnüssen drin. Das ist halt das Beste. Ich lieb's. Genauso wie Snickers. Ich wurde in Malaga auch geneckt. Na, Claudi, hast du wieder Snickers mit in deinem Koffer? Nein, ich hatte keinen Snickers in meinem Koffer. Die habe ich halt in meiner Schwangerschaft eingeatmet, ne? Das war echt immer so. Ich brauchte das auch, sonst bin ich echt sauer geworden. Raffaellos liebe ich auch. Also vielen, vielen Dank. Es ist so lecker. Und dann hat sie natürlich noch an meine Schönheit gedacht und mir so coole Masken hier mit reingepackt. Einmal von Yuti, die Topmodel Power of Passion. Das sind iPads. Angels of Attraction. Auch iPads? Wie geil. Generation of Glow. Sonnenstrahlen, das ist natürlich super witzig. Und dann hat sie bei der Limited Edition von Isana zugeschlagen. Wahnsinn, da bin ich auch echt gespannt drauf. Vielen, vielen Dank. Und das habe ich jetzt gerade auch noch ausgepackt von der lieben Corinne. Und zwar ist es ein Engelchen, der auf einer Rose quasi sitzt. Das ist so süß. Es gibt Leute, die sagen würden, es ist kitschig. Ich liebe es. Ich finde es total toll, denn ich glaube an Engel und das ist für mich auch ein wirkliches Herzensding. Denn für mich sind verstorbene Engel, also die passen auf uns auf und die sind an unserer Seite. Und als Julius geboren wurde, waren auch die beiden Opas von ihm, nee, von mir, meine beiden, also mein Opa, also seine beiden Uropas, quasi mein Opa und der Opa von meinem Freund mit dabei, in Anführungsstrichen, für mich im Herzen auf jeden Fall, und haben verhindert, dass Julius die Geburt nicht überlebt. Und deswegen, also für mich sind Engel unglaublich wichtig. Hat nicht wirklich was mit Religion oder sonst irgendwas zu tun, das ist einfach eine Sache, ne? Und das ist echt hübsch, ich mag das gerne leiden. Das wird hier seinen schönen Platz finden, also ja, Corinne, damit, das trifft in mein Herz, das sage ich dir so. Die liebe Melli hat ein paar Informationen von mir abgefragt, um mir etwas ganz Besonderes zu schicken. Und ey, Leute, es ist der Hammer. Ihr seid so kreativ. Das ist so cool. Geht das hier an? Ja. Ist das nicht süß? Das ist ein Nachtlicht mit dem ganzen Geburtsgedönsen, ne? Geburtsgewicht, Geburtsgröße, Geburtsdatum, Geburtsurzeit von Julius. Und das so hübsch. Und sie hatte mir ja auch zu Weihnachten so ein Weihnachtsdorf gemacht. Und die macht ja mit ihrem Mann, glaube ich, auch zusammen diese Holzarbeiten. Und ich finde das richtig schön. Ich stehe auf Handarbeiten, ich stehe auf so selbstgemachte Sachen auch total, weil ich einfach weiß, sein Name steht da übrigens auch noch drauf, wie viel Arbeit sowas ist, ne? Das ist echt der Wahnsinn. Ich finde es richtig süß und das wird auf jeden Fall einen wunderschönen Platz in seinem Zimmer finden. Ich muss das gleich auch mal Schatzi zeigen. Ich glaube, der feiert das mindestens genauso sehr wie ich. Das ist echt süß. Oh wow, und du hast mir noch also so viel mehr in dieses Paket gepackt. Ich glaube, hast du mir das schon mal geschenkt oder hatte ich das selber schon mal gekauft? Weil ich habe schon so einen Kerzenständer und ich finde den wunderschön. Der steht bei uns am Kamin und hier ist auch so eine kleine Geburtstagstorte oben drauf. Richtig cool. Den, ja, mein Freund ist so ein Typ, der unheimlich gerne alles immer parallel mag. Also ich weiß nicht, wie man das nennt. Also das ist so sein Monk, den er innerlich hat, ne? Dass immer alles irgendwie gespiegelt aussehen muss, irgendwie, keine Ahnung. Und ich glaube, dass damit sein innerer Monk glücklich werden wird. Eine riesige Karte für das Geburtstagskind, Claudia, zum Geburtstag. Oh, wie cool. So große Karten feiere ich ja, ne? Oh, hier steht ganz viel dran. Ja, 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 ja. Herzensworte, Leute, das ist immer wichtig. Ne? So, dann kommen wir zu dem Inhalt, und zwar A Gift of Kindness, Attention and Love von Rituals. Die hat mir hier was von Rituals reingepackt. Und es fühlt sich sehr leicht an, deswegen befürchte ich. Oh, du Süße. Das ist ein Gutschein. Sie hat mir einen Rituals-Gutschein hier reingepackt. Ja, da kann ich auf jeden Fall shoppen gehen und vielleicht kann ich den sogar für den sehr bald erscheinenden Adventskalender einlösen. Ja, man denkt ja schon im Voraus, Leute, ne? Dann habe ich hier noch eine Kleinigkeit. Mal gucken, ob wir hier Kekse drin finden. Oh, Naschis. Ja. Nee, Sammy, nicht für dich. Kinderschokolade, Schokobons, Haribo, Goldbeeren und die Fläschchen und die Duplos.
Ich lieb's. Vielen, vielen Dank. Also das ist eine ganz tolle Naschkiste. Vielleicht lasse ich die sogar hier oben stehen, weil wenn ich die unten hinstelle, ist die in 0, nichts weg. Dann hat sie mir hier noch ein bisschen Spielzeug für Julius reingepackt. Spielbecher zum Spielen, Baden und Stapeln. Das ist ab 6 Monaten und das ist er jetzt, ne? Und ich denke halt auch schon so ein bisschen, ja, noch kann er nicht eigenständig sitzen, deswegen macht man das ja noch nicht. Aber vielleicht dann irgendwann auch mal ins Planschbecken und so. Ich glaube, das wird auch ganz cool. Aber ja, da kann er schon mal das Stapelspiel lernen. Das wird, oh, das ist so aufregend alles, wie schnell sich alles so entwickelt, ne? Dann Beer Loading in der Größe 42 bis 46 haben wir hier Socken. Fun Fact, mein Freund ist gar nicht so der Bierfan, aber alkoholfreies Bier, also mag der schon, ne? Dann haben wir hier noch ein kleines Päckchen, wahrscheinlich für mich. Ich glaube, die passen Julius nicht, die Socken. Happy Birthday. Da steht Queen. Menschen sind wie Pralinen, auf das Innere kommt es an. Oh ja, sehr geil, ne? Ist auch meine Größe, 36 bis 41. Das finde ich ja cool. Ich mag auch gerne Motivsocken. Das ist einfach meins. Schoko Queen, auf jeden Fall. Ich liebe Schokolade. Dann habe ich hier ein Kärtchen drin. Ach du Süße. Ein DM-Gutschein. Happy Birthday to you. Wie cool. Du Verrückte. Du Verrückte. Du Verrückte. Aber danke. Das ist echt Wahnsinn. Dann hat sie mir hier mein Lieblingspeeling reingepackt. Und zwar von Kneipp, das verwöhnte Cremeöl-Peeling mit Kamelie und Argan. Es ist so, so gut. Also ein ganz tolles Peeling. Und es ist ein Zuckerpeeling mit nährender Ölcreme. Finde ich einfach 1A, gerade so richtig im Hochsommer, weil danach muss ich mich im Hochsommer nicht unbedingt nochmal eincremen. Im Winter brauche ich definitiv danach noch eine Körpercreme, ne? Aber das ist auch so schön. Oh. Wenn Menschen einen kennen, du merkst es einfach, ey, noch ein ein Gutschein für Lind. Krass. Wahnsinn. Fun Fact, ich wusste nicht, dass man bei Lind online bestellen kann. Sehr, sehr geil. Also da kann ich mir definitiv meine Lieblingsschoki aussuchen. Wobei ich hier mit der Merci, die ich dir eigentlich schenken müsste, schon mal ganz gut auf der richtigen Seite bin. Nom, das ist mit Edelrahm, Mandel, Milchnuss, Haselnuss, Edel-Nougat und Milchpraliné. Also das sind tatsächlich auch die Sorten, die ich am coolsten finde. Und dann hast du mir hier noch eine Schoki reingelegt und zwar die Lindvollmilch fein schmelzend. Nom, richtig lecker, richtig cool, mega. Danke, wirklich danke. Wow. Bevor ich euch das Geschenk von der lieben Sarah Isabel zeige, möchte ich euch super gerne noch diese mega coolen Blumengrüße einblenden, die ich bekommen habe. Also ich habe 3 Blumis bekommen. Einmal von meiner Oma, eine Rose, richtig, richtig schön. Und die ist tatsächlich auch mit Papa und seiner Frau und meiner Mama tatsächlich an meinem Geburtstag auch vorbeigekommen. Dann habe ich auch von meiner Mama ein Blümchen bekommen. Und also wirklich einen wunderschönen Blumenstrauß, der einfach auch... Ja, passt. Ich fand den sehr, sehr schön und der duftet auch ganz, ganz toll. Ich mag super gerne die Rosen davon. Und ja, dann habe ich auch von dem wundervollen Dalton-Team einen Strauß bekommen. Das Dalton-Team und Denise haben mir den Strauß geschickt. Das ist so lieb, weil Denise ist jetzt ja leider nicht mehr bei Dalton. Genau. Jetzt zeige ich euch einmal das Geschenk von der lieben Sarah Isabel. Da hat sie mir eine ganz, 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 ganz tolle Karte geschrieben. Die ist aber privat. Das ist nur für mich gewesen. Happy Birthday to you mit einem Fuchsi drauf und ja, richtig süß. Und ja, dann gucken wir uns mal an, was sie mir geschenkt hat. Da habe ich einmal von Spa Moments einen Duschschaum Dreamy Flower Sensation. Das ist dieser hier. Den haben wir bei uns gar nicht so. Also ich habe den noch nie gesehen. Riecht sehr, sehr geil. Und ich mag sehr gerne Duschschäume. Das ist total cool und der wird auch sehr bald in Anwendung kommen. Ich habe aktuell noch einen von Bilou in Anwendung und danach nehme ich den auf jeden Fall mit. Dann hat sie mir von Balea eine bedruckte Tuchmaske Be Icy geschenkt. Die wird heute Abend noch gemacht. Das finde ich toll. Die ist auch richtig süß mit Herzchen drauf und man sieht aus wie ein Eisbär. Traumhaft. Intensive Feuchtigkeit mit Hyaluron und Baumwollextrakt. Dann wird das vielleicht auch so ein bisschen nach frisch gewaschener Wäsche duften. Dann Naschi. Und das ist halt, das weiß sie auch, genau diese
Ballastix heißen die, genau, von Haribo, hatte ich damals auf dem Esstisch liegen, als meine Schwiegermama in Spee und ihr Mann vorbeigekommen sind und wir den halt ja, eröffnet haben, dass ich schwanger bin. Das ist übrigens mein Schwangerschaftstagebuch, schaut da super gerne mal vorbei. Im Pelletier-Verlag, in der Infobox verlinkt. Auf jeden Fall lag eine leere Packung davon dort und da hatte schon der Lebensgefährte meiner Schwiegermama in Spee schon vermutet, dass ich schwanger bin, weil da einfach so eine leere Packung lag. Ich weiß nicht, wer darauf kam, aber das war schon ziemlich witzig. Deswegen muss ich da immer dran denken, weil ich hatte auch gerade am Anfang der Schwangerschaft einen richtigen Nap da drauf. Richtig geil. Busy Honeybee, das hat Sarah Isabel mir auch noch geschenkt. Verdiente Verwöhnpause-Handcreme. Das war echt, also das finde ich süß von Tracle Moon, ne? Und ich kann Handcreme wirklich gut gebrauchen. Und sie war ja schon öfters hier, also sie weiß ja auch, wie es hier bei uns aussieht und dass tatsächlich auch relativ viel Garten hier im Start ist. Und jetzt ist ja auch die Gartenarbeitszeit, ne? Da kann ich das sehr gut gebrauchen und ich habe aktuell auch super trockene Hände. Dann hat sie mir noch Schätze von She Glam hier reingepackt und das fand ich richtig cool. Einmal die Gifted Gemini Palette, das ist einmal diese hier. Das ist eine Palette, die müsste ich aber tatsächlich schon da haben, weil ich meine, dass ich die mal von der lieben Steffi auch geschenkt bekommen habe. Ist aber eine sehr coole Palette, die halt passend zu meinem Sternzeichen Zwilling ist. Und das finde ich einfach cool. Hier hinten steht drauf, was den Zwilling ausmacht. Und deswegen haben sie verschiedene Farben hier drin vereint. Von neutralen Tönen bis elektrisierenden Pop of Colors. Und ja, damit man auch entsprechend jeden Mut vom Zwilling trifft. Weil wir Zwillinge offensichtlich sehr sprunghaft in unseren Emotionen sind. Und das kommt mit dieser Palette wirklich sehr gut daher. Die ist kunterbunt und genau das brauche ich halt auch, ne? Und auch dieses Blau und Grün und Lila mag ich sehr gerne. Ich habe jetzt heute einen Look geschminkt mit der mit dem Purish Love Bundle von der lieben Contra Junkie, von der lieben Kati. Dann habe ich hier noch die She Glam Merry Go Round Water Activated Shadow Palette drin. Und das fand ich schon mal richtig ansprechen, als ich die eben schon rausgenommen habe, denn das war alles noch eingepackt und ich habe es natürlich vorher ausgepackt, weil ich ein furchtbar neugieriger Mensch bin. Die ist in so einer Verpackung wie diese Mini Too Faced Paletten, in so einer Blechverpackung und hier haben wir alle Farben des Regenbogens drin, also im Prinzip kannst du ja mit Rot, Blau und Gelb alle Töne entsprechend mischen, die du halt haben möchtest, ne? Und was ich hier halt nochmal so geil dran finde, hier ist so ein kleiner Parfümzerstäuber quasi mit dabei und da machst du das Wasser rein, ne? Und dann kannst du das immer so da drauf sprühen. Das ist total sinnvoll, wirklich cool und bleibt dann auch entsprechend, wie oft kann man entsprechend sagen, bleibt dann auch dementsprechend, ist auch entsprechend drin. Bleibt zusammen hier drin. Und das letzte, was ich hier mit dabei habe, ist auch was richtig Cooles. Das gab es so ähnlich in dieser Limited Edition Sister Love Collection, Disney, Dschungelbuch und König der Löwen. Jetzt gerade mit Essence und Catrice, ne? She Glam Chroma Zone Multichrome Gel Liner. So geil. Multichrome mag ich offensichtlich sehr gerne. Und das ist jetzt die Farbe Zenit. Die habe ich auch noch nicht geswatcht. Die wollte ich mit euch zusammen und, uns mal angucken. Na, ich kann nicht wirklich reden. Es tut mir so leid. Ich bin heute so ein bisschen durch den Wind. Aber es dürfte ziemlich genau das hier matchen. Das finde ich ja witzig. Das finde ich gerade wirklich witzig. Ja, ne? Das ist wirklich genau das, was ich auf den Augen habe. Nur, dass das hier die Twin Flames von Denisa Myrick sind und das hier ist von She Glam, der Gel-Liner. Wie geil ist das denn? Finde ich witzig. War nicht so geplant. Das ist wirklich witzig. Ne? Vielen, vielen Dank, meine liebe Sarah Isabel. Und ich finde es einfach großartig, wie du es auch in deiner Karte geschrieben hast, dass sich einfach eine Freundschaft entwickelt hat, die einfach so schnell, so intensiv war und dass wir uns einfach auch so nah sind. Und das finde ich großartig und ich bedanke mich von Herzen für die tollen Sachen. Etwas, was ich euch hier so nicht zeigen kann, weil das eher so Online-Geschichten waren, von der lieben Petra S. habe ich einen mega coolen Douglas-Gutschein bekommen und dann konnte ich tatsächlich dann auch eine neue Douglas-Bestellung tätigen und ja, demnächst kommt ein Video online, was sie sich auch wirklich gewünscht hat und zwar geht es da um 10 High-End Foundations, die ich einfach mal mit euch zusammen teste. Teilweise habe ich die schon mal so ein bisschen in einem Video auch gezeigt gehabt, aber ja, das hat mir dann nochmal den
ja, Schuss weiterhin gegeben. Ich habe einen Schuss, genau. dass ich dann auch quasi die letzten noch bestellt habe. Und genau, was ich auch nicht hier habe, ist das Geschenk von Schatzi, denn wir haben uns in dem Sinne nicht wirklich was geschenkt. Wir haben uns unser Herz ja schon vor 17,5 Jahren geschenkt. Wir haben uns eine Familie geschenkt und wir haben halt einfach gesagt, naja, wir werden hier oben noch genug zu tun haben und Möbel kaufen und so weiter, damit das Ganze hier ja auch möbliert wird. Und deswegen haben wir uns da jetzt nichts Explizites geschenkt. Und was ich auch nicht jetzt hier habe, sind die Geschenke von unserer Familie. Und dort haben wir uns nämlich alle beide, also Schatzi hat jetzt Anfang Juni Geburtstag und da wünscht er sich das halt auch nochmal, Gutscheine gewünscht von Möbelhäusern oder halt auch, ja, Flümi, flüssige Mittel, ne? Dass man halt auch einfach die Möbelstücke kaufen kann, die wir hier oben gerne haben, um sie einzurichten. Da haben wir uns, Entschuldigung, auch schon ein bisschen was gekauft. Das seht ihr dann im nächsten Vlog auch tatsächlich. Denn Schatzi hat angefangen, die Küche aufzubauen. Wir haben uns sehr, sehr günstig in so einem SB-Möbelmarkt, ist es bei uns in der Nähe, eine Küchenzeile gekauft zum selber zusammenzimmern. Und da haben wir uns für hier oben einfach eine Kleinigkeit geholt, damit ich da, wenn wir hier oben Menschen da haben, zum Beispiel Mädelsabend oder so, dass wir sagen können, okay, da haben wir hier ein paar Gläser oder sowas, die wir dann da reinstellen und einen kleinen Kühlschrank, da werde ich dann auch meine ganzen Masken und so reinpacken können, richtig cool. Und genau, das seht ihr, wie gesagt, im nächsten Vlog. Ich sehe jetzt noch etwas unfertig aus, weil noch ein bisschen Schmuck fehlt, weil ich habe eben von meinem Punkt was bekommen. Und da wurde mir nämlich geschrieben, dass da ein Set rausgekommen ist, was perfekt zu meinem Geburtstag passen würde. Und deswegen wollten die mir das auch gerne zuschicken. Und da dürfte es jetzt auch gerade 25% Rabatt auf das komplette Sortiment mit ST25 geben. Und weltweit bekommst du deine Lieferung auch noch versandkostenfrei mit dem Code Claudi223. Das ist mein Affiliate-Code, wenn ihr möchtet. Könnt ihr da gerne mal vorbeischauen und Claudette. Ich finde es so cool. Also richtig, richtig cool. Und da ziehe ich jetzt doch einfach mal mit euch zusammen die Ohrringe an. Das ist einmal so dieser Stil, den ich auch wirklich schön finde, muss ich sagen. Also ich habe eben schon in die Schatullen reingeguckt, natürlich, weil ich neugierig war. Ja, das ist sehr hübsch. Sehr, sehr hübsch. Mag ich auch gerne leiden. Und ja, meine Ohren sehen immer etwas gerötet aus, wenn ich mir die Ohrringe reinmache. Und dann gibt es noch die Kette. Die finde ich ja hübsch, ne? Die finde ich richtig hübsch. Die passt jetzt halt auch zu den Ohrringen dazu. Sieht einmal so aus. Ja, gucken wir mal, wie die angezogen aussieht. Oh, die ist schön lang. Das mag ich gerne leiden. Ich glaube auch, dass es online drei verschiedene Größen gab. Das hier dürfte die längste sein. Die Kettenform nennt sich Kugelkette, hat Unbox Butterfly Nicole mir mal gesagt. Na, wer kommt denn da? Ein Sammy. Ein Sammy auf Reisen. Ja, schick. Leute, das passt natürlich auch richtig gut jetzt zu dieser blauen Bluse, die ich anhabe. Hier sehen wir dann einmal angezogen die Kette. In der längsten Länge mag ich wirklich gerne leiden. Also das ist sehr, 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 sehr schön. Und dann die Ohrringe. Ja, ich habe heute zwei verschiedene Looks im Gesicht. Da habe ich für Hashtag ungeschönt mein Video nämlich eben geschminkt. Und, nicht hier den Tisch abräumen. Also vielen, vielen Dank, liebes Meinpunkt-Team. Finde ich total schön. Also das ist auch ein sehr edles Geburtstagsgeschenk, wenn ich das mal so sagen darf. Und wie gesagt, ST25 gibt euch gerade 25% Rabatt auf das komplette Sortiment. Und Claudi223 macht das Ganze versandkostenfrei. Ich mag es einfach, dass es so im Reim funktioniert. Und jetzt kommen wir noch zu den zwei weiteren Geschenken, die ich hier auf meinem Tisch liegen habe. Und damit habe ich einfach nicht gerechnet. Die liebe Emmy hat mir für den Serengeti-Park eine Übernachtung geschenkt. Also das ist so heftig. Also der Gutschein ist unten. Ich habe das jetzt einfach mal hier exemplarisch. Ne? Und da Schatzi jetzt bald auch in Elternzeit geht, also 2 Monate zu Hause ist, wird das sicherlich etwas werden, was wir im Sommer machen werden. Das ist einfach großartig. Und ich weiß nicht, wer von euch so den Safari-Park in Stukenbrock kennt. Also da bin ich als Kind halt auch öfters gewesen. Da kannst du quasi dann mit dem Auto durchfahren und so. Und hier kannst du dann auch wirklich in der Serengeti quasi übernachten und dann sind dann die Giraffen oder die Affen und so, ne? Ich finde es so, so cool und freue mich da tatsächlich mega drüber, weil Schatzi und ich wirklich schon seit Ewigkeiten keinen Urlaub mehr gemacht haben und im Leben auch nicht dran gedacht hätten, dieses Jahr in Urlaub zu fahren. Also ich habe, als ich das bekommen habe, echt geheult.
und mich mega darüber gefreut und bedanke mich wirklich von Herzen, weil Emmy hat mir schon wieder ein sehr, sehr großes Geschenk gemacht und nicht mal meine Eltern machen mir so große Geschenke, was auch vollkommen in Ordnung ist, ne? Also ich bin einfach total baff und einfach dankbar. Ja, und dann hatten wir jetzt gerade Mädelsabend und da habe ich von meinen Freundinnen auch das Geschenk bekommen. Wir schenken uns immer zusammen etwas, also das ist nicht so, dass ich dann irgendwie von jeder Einzelne irgendwie was bekomme, sondern wir haben das, dass wir so reihum gehen und dann immer halt uns das dann, also quasi die vor mir Geburtstag hatte, organisiert das und so. Und genauso bin ich jetzt dran für die nach mir Geburtstag hat. Und ja, die liebe Jules hat es für mich gemacht und sie ist immer sehr kreativ im Einpacken. Das ist tatsächlich auch nur Deko, hat sie gesagt. Da ist nichts drin, das ist einfach nur Deko und ich finde es richtig, richtig cool. Und da wir hier oben ja gerade renovieren und sowieso auch das ein oder andere Deko-Objekt hier platzieren können, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, weil das hier ist halt, ja, das ist so ein Hängeding, ne? Und dass wir das halt hier irgendwo schön in einer Terrassentür oder so oder Balkontür drapieren können, finde ich total cool. Also vielen, vielen Dank. Oder hier im Fenster. Und ja, von den Mädels habe ich dann auch einen heimischen Gutschein bekommen von C&A. C&A kommt bei uns nämlich tatsächlich, also wurde ganz ursprünglich vor, was weiß ich, wie viel hundert Jahren in meinem Heimatdorf gegründet. Da wohnt auch die Familie von denen und hat da super viele Villen und so, das ist richtig krass, und Museum und so. Naja, auf jeden Fall ein C&A-Gutschein ist halt entweder für mich was oder für Julius. Und dann habe ich auch noch gehört, dass C&A bei uns hier in der Stadt auch gerade Sale hat und dementsprechend kann ich da richtig zuschlagen, ne? Werde ich dann Düsseltage shoppen gehen und ich würde einfach mal sagen, dass ich hiermit dann auch das Geburtstagsgeschenke-Video schließen werde. Ja. Es ist einfach krass, was ich für mega coole Geschenke bekommen habe. Da denke ich einfach immer so dran, wenn ich diese Videos online stelle, ist es vielleicht für den einen oder anderen von euch so eine Inspiration, wie man Geschenke gestalten kann oder Geschenkideen einfach so, ne? Ich bin mega dankbar für all die wundervollen Glückwünsche, für so viel Liebe, die ich bekommen habe, für so viel Aufmerksamkeit. Und es ist nicht selbstverständlich. Ich habe da auch schon ganz andere Zeiten erlebt, wo man einfach meinen Geburtstag vollkommen ignoriert hat, vergessen hat und so weiter. Und deswegen ist es für mich halt immer wieder eine Herzensangelegenheit, Geburtstag zu haben, weil ich einfach jetzt gesehen werde. Und das ist halt für mich mega schön. Und deswegen freue ich mich auch mit, wie alt bin ich jetzt geworden? 33? 34. Mit 34 Jahren immer wieder auf meinen Geburtstag und feiere das jedes Mal für mich wie so ein kleines Kind. Ihr Lieben, das ist es hier von mir gewesen. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und wenn dem so ist, lasst mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist. Ich nehme mal die ganzen Tauschpakete einfach mal hier rein, vielleicht interessant für euch. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!